Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder guten weiß der Geil, wann du dieses Video gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Wir spielen heute ein weiteres Spiel und zwar es ist eine Demo von N4BA. Er hat uns schon Spiele beschert wie From the Darkness und Trapped. Wer sie noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal nach dem Video hier mal bei uns auf dem Kanal checken. Diesmal ist es die Demo von 9 Charles Street. Und ich bin nicht alleine. Ihr wisst ganz genau, was jetzt passiert. Wenig jetzt anteasere. Es ist der Wundervolle, der Einzigartige, der Makler der Emotionen, der Häuserverkäufer meines Herzens. Es ist Benny! Hallöchen zusammen. Hey Benny! So, 9 Charles Street. Schon mal von dir gehört? Nee. Ich auch nicht. Ich würde sagen, komm, wir starten drin. Wir fangen es an. Bam! Armin! Armin, der Protagonist auf unserer Geschichte, war ein sehr curious. Ein Boy halt, ne? Er ist ein Boy. Ist 9 Jahre alt und nach seinem Geburtstag, er begann seltsame Dinge zu bemerken, die in einem verlassenen Haus am Ende der Straße oder über die Straße, quer gegenüber passiert ist. Naja, so, in einer Nacht, he saw the light in the window, hat dann Licht im Fenster gesehen und finally decided und hat entschieden, jetzt in dieses mysteriöse Haus zu gehen. Schön bescheuert, der Armin, schön bescheuert. Und wir sind Armin. Was man so als 9-Jähriger halt macht. So, und aus den anderen, oh krass, das sieht schon mal sehr nice aus, das gefällt mir schon mal sehr gut. Also er hat ja auch schon, also der N4BA hat ja auch schon in seinen anderen Spielen einfach gezeigt, dass er drauf hat. Get it in the house. Oh, das Grafik gefällt mir schon mal sehr. Ja. So, wir kommen hier nicht rein. Ich kann wildes klicken, aber nichts passiert. Können wir jetzt hier irgendwie over the fence? Ja, ich glaube nicht, dass ich offen. Gibt's da noch so ein Loch oder was? Oder irgendwie so ein Durchgang? Hier ist der Zaun zu Ende, aber wir kommen. Ist okay, Invisible Wall. Kommen wir nicht vorbei. Vielleicht am anderen Ende. Okay. Gut. Hier können wir auch nichts machen, ne? Maus, Taste, nüschte. Nüschte, oh, warte mal, Mülltonne. Oh, hier drüber klettern. So schön Aufkleber für die Mülltonne, toll, toll, toll. Oh, hier, warte mal, kommen wir hier durch? Können wir crouchen? Müssen wir ja nicht, weil wir sind 9, wir können einfach durchlaufen. Wir sind noch nicht groß genug. Oh, sieht ja krass aus. Nein. Ah, dieser Körnungsfilter sieht echt heftig aus. Der macht so eine Menge hier in dem Spiel, finde ich. Guck dir das mal an. Ich bin auch mal, ja. So, dann musst du aber auch Cojones haben, wa? Als 9-Jähriger hier erstmal nachts mal rüberziehen und zu sagen, ach du, das ist ja Licht an hier in dem Gruselhaus, leg da mal rüber. In dem Haunted Mansion. Komm ich hier hin? Nee? Klopf, 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 klopf. Alter. Oh, die Buchse wäre ja sowas von voll. Ich würde das als 9-Jähriger gar nicht machen. Hätte ich als 7-Jähriger gemacht. So. Bitte? Oh, guck mal hier. Ach, schön. Ist da eine Schaukel gewesen? Wir rutschen mal. Wir rutschen erstmal ein bisschen. Okay. Ah, wir können hier rutschen. Wie schade. Aber ja, das hat sich irgendwie so angehört, wa? Wie eine Schaukel. Oder irgendwie ein kranker Axtmörder. Ach, eine Hollywood-Schaukel. Oh. Wie schön. Aber man könnte mal ein bisschen Rasen mähen hier. Wa? Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Examine in the room with light on the second floor. Okay, alles klar. Gut. Was haben wir hier? Animals. Und Style Your Home. Großartig. Aber guck dir das da mal an. Also, das ist doch wohl. Aber dafür, dass es verlassen ist, also. Geht's? Hätte ich mir schon mal vorgestellt. Abandoned, was heißt das? Runtergekommen oder was? Oder. Abandoned heißt ja nicht verlassen. Ah, you can see the objects in the menu. Escape. Was für ein Menü? Ah, okay, alles klar. Hier wird uns einfach bloß angezeigt, was wir machen sollen. So, und tatsächlich, ich crouch auch nicht. Ich bin einfach so groß. Es ist wirklich, es ist ungewohnt, tatsächlich. Was gab's Schönes zu essen? Ah, Köttbula, toll. Wunderschön, wunderschön. Lassen wir mal erstmal. Können wir hier Lichtschalter benutzen? Nee, können wir nicht. Nee, wir sollen ja eigentlich ja nach oben in das Zimmer, wo das Lichtlein ist, da hinten, aber... Ich weiß nicht, ob wir das wirklich wollen. Nee, aber guck dir mal, wie groß das ist. Ja, gut. Ja, lass umziehen, Alter.
jetzt auch noch überall rein wieder. Toll, Wohnzimmer. Als, ich wiederhole, als Neunjähriger. Als Neunjähriger. Also er kennt nicht die Eier, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir können ihn mal jetzt machen. Alter, ist das ein großer Ball. Product Placement. Das ist von Adi Nike, war der. So, was haben wir hier? Was zum Lesen? Hello Jack, I'm a long time fan of yours and I really love your work. I would like to get an exclusive doll, please answer. Ja, er ist ein langjähriger Fan von mir und liebt wirklich meine Arbeit und hätte sehr gerne eine exklusive Puppe. Hä? Was auch immer. Aus Novoroyask. Wir sind auf jeden Fall in London anscheinend. In der Nine Child Street. Wunderbar, das ist ja auch schon ein komischer Name eigentlich. Aha. Aber ich feiere die Grafik, wirklich. Also das ist ja... Also könnte jetzt halt auch so im Ausschnitt... jetzt mal ganz salopp gesagt, mal ganz kurz, könnte auch jetzt so eine Resident Evil 7 sein, ne? Also... Stimmt. Also, ja. Muss er sich nicht verstecken hier. Mit dem, was er gebaut hat. Oh, hier waren wir schon drin. So, dann gehen wir mal hoch. Da, wo der Ball herkam. Oh Gott. Und so alles. Ach du Scheiße. Ja. So total still zu hier gerade die Tür. Ja. Oh, hier hat aber der Tischler verkackt hier. Jetzt, da müssen wir nochmal ran. Jetzt ist das Licht aus. Jetzt, warum? I'm waiting for you. Toll. Was? Lied zu Haus. Okay, wir sollen das Haus verlassen. Mhm. Und jemand wartet auf uns. Ich freue mich. Und hier ist ein Schatten. Okay. Oh. Ah! Schön. Wie gesagt, NVBA, der hat's drauf. Press F2. Aber wir haben unsere... Ach du Scheiße. Und der nächste Schrank ist da. Schön. Ja. Schön. Oh, super. Das ganze Obergeschoss hat sich verändert. Naja, nee, wir sind jetzt hier hochgekommen, irgendwie, eigentlich, und jetzt plötzlich hier ein Schrank. Ja, aber wir konnten zum Beispiel, wo wir hochgekommen sind, konnten wir nicht rechts rüber. Und jetzt ist da auf einmal ein Gang. Was? Nee, da konnten wir. Nee, konnten wir vorher, glaube ich, auch schon. Aber ja, ist auf jeden Fall. Besser ist es nicht geworden, sagen wir mal so. Einfach mal so zu sagen. Oh Gott, Alter. Dieses Geräuschkulisse. Ich hab die. Alter, was macht er hier? Er kickt hier ein bisschen raus oder was? Oh, ja, schön mit Feldstecher war. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ach ja, so malen nach Zahlen sollte er auch noch mal kurz ein bisschen üben. Aber. Oh. Alter, hier die offene Farbe rumstehen lassen. Was macht man noch nicht? Schöne Waschküche. Hätte ich auch gerne. Kick mal, wir haben eine zweite Küche hier. Ja? Krass. Hier ist zu. Okay, dann müssen wir erstmal kicken, wie wir jetzt hier runterkommen. Da ist ein Zettel. Das Bild ist auch gar nicht unheimlich da. Alter, wer hängt sich denn so ein Bild hin, bitte? Och, na ganz schau. 1.6.2015. I always knew that children attract me. What? They carry good in them. In my house and in me. This good has always been absent. Now in my house. Ja, möchte ich nicht übersetzen, ehrlich gesagt. Finde ich ein bisschen eklig. Im Kontext auch mit den Bildern. Also, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier in so einem Haus von so einem Kinderfänger sind oder was. Oh, nee, Alter. Nee. Die Melodie auch dazu. Wie so eine Art Spieluhr. Skeletor. Wo? Was? Wie? Wo? So, entschuldigt bitte, wenn ich hier anfange, hier irgendwie groß... Oh nee, bitte nicht jetzt hier noch 1000 Schränke aufmachen können. Entschuldigt bitte, wenn ich hier ab und zu mit der Kamera so ein bisschen rumwackle, irgendwie dann... Oh, bitte nicht, Alter. Hide? Nein, ich bin nicht heilen. Was? Oh Gott! Warum? Oh Gott, auch noch so eine Puppe. Oh Gott. Und er überhaupt Puppen oder was? Na, ist ja traumhaft, Alter. Mach mal gleich zu, das Ding. Mach mal gleich zu.
So, mach mal Computer an. E-Mail schreiben an Polizei. Call John tomorrow. Unter 333-584-2192. Wunderbar. Eigentlich möchte man sich immer den Spaß machen, in dem Moment einfach mal die Nummer wählen. Irgendwie mal gucken, wer ran geht. Oh, Hyde? Soll ich mich jetzt hier heiden? Oh. Das ist so ein Klassiker. Da steht der Trainer. Ich hab gedacht, da steht einer. So. Oh Gott, echt. Und die. Warum hat sich dieser. Achso, die sind einfach nur. Okay. Ja, ich hab auch gerade gedacht. Oh Gott. Oh nein, Kika, überall hat er hier sein. Oh, ist das widerlich. Und er hat mich kommen sehen oder was? Oh Gott. Der hat uns beobachtet. Auch noch so. Alter, wer macht sich denn so eine Bilder? Battle until death. Schön. So, dann versuchen wir mal runter zu gehen einfach. Mhm. Ist mir egal. Ich geh runter einfach. Nein. Nein. Da nagelt der jemand zu? Nein, Alter, der nagelt alle zu oder was? Nein, der Penner. Der Penner. Ja, schön. Mhm. Das schön. Heißt, wir müssen jetzt die Haupttür finden. Obwohl. Ich höre schon wieder Ball. Hallo. Okay. Das ist ein Fall für das Übernatürliche. Ist mir egal. Hau ab. Oh Mann. Die Tür ist doch offen. Guck doch mal. Die geht doch. Hör mal auf! Wie kommen wir denn jetzt hier raus, Benny? Komm ich schon raus. Was? Oh nein. Oh nein. Bitte nicht. Das hört sich nicht gut an. Ich versteck mich mal hinter. Hier. Oh, da links ist irgendwas. Oh nein. Was, links ist was? Wo? Ja, das hört sich so an, weil ich höre die ganze Zeit dieses Kind, dieses. Ey. Als ob das hier links wäre. Super TV. Schön, ja, lass ihn mal. Nein, lass ihn an. Wieso denn? Ich möchte das ausmachen, Benny. Ich möchte umschalten. Ja. Und dieser AB. Find the source of crying. Ja. Finde die Quelle des Schreins. Jetzt guck mal, hier kann ich hoch wieder. Jetzt hier der Schrank weg, ist ja witzig. Hier sind wir runtergekommen, ne? Hier sind wir runtergekommen. Oh Gott. Ich kann's noch nicht gerade. Wo? Ich kann's gerade akustisch nicht richtig verorten, von wo das kommt. Oh Gott, dieser ist. Aus der Richtung. Nein. Help us, the key is above the TV. Na super, hilf uns, der Schlüssel ist über dem Fernseher. Da komm ich doch. Ah! Da war doch gerade was. Ja. FUCK, Alter. Na, na. War da gerade Orglin? Nee, ne? Oben? Oh? Ja, so neben dem Schrank, so links daneben. Nee, es ist anscheinend die Lampe. Kann okay, ich einzoomen? Nee, kann ich nicht. Oh, ist das fürchterlich, fürchterlich. Jetzt wieder zum Fernseher runter, das ist doch schon wieder. Oh nee. Ah, Mann! Mann, Alter, stellt denn so eine scheiß Puppe hin, ey. Arschlochpuppe. Na, die war doch eingesperrt, oder? Die war eingesperrt, ja. Was? Oh. Okay, dann gehen wir runter zum Fernseher. Let's go. Ganz kurz orientieren. Die jetzt mich schon in 1B Let's Plays gesehen haben, wissen, ich bin jetzt nicht der Beste, was Orientierung angeht. Ich bin sowieso nicht der Beste im Spiel. Ja, oder Pet oder irgendwas. Okay, das ist der Rest vom Zettel. Louis lives in the front. 5.1. built her in a slide in the backyard. What? Steve ist mein new. Nein, Alter. Mein. Ja. Nein. In honor of this, I built a swing. Alter, für alle
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Für jedes Kind, was der sich geholt hat, irgendwie hat er draußen in, wie nennt man das denn? Karussell oder irgendein Scheiß, irgendwie so ein Spielplatz-Scheiß. Ja, eine Schaukel oder eine Rutsche oder irgendwas halt. Eine Wippe. Ich wollte ja. Du brauchst einen Chair. Den Schlüssel. Davon. Ja, ja, du brauchst einen Stuhl, damit du oben auf den Schrank kommst, weil da oben ist der Schlüssel. Das ist dann Feuer dran. In eine Küche oder was? Ich weiß nicht. Oder Esszimmer oder sowas? Oh, Badezimmer. Hm? Ich geh erstmal duschen und baden. Gott, die Fliesen. Oh, aber schön zugemacht nochmal. Schön das, was fehlt. Schön einfach mal zugeballert mit Kleber. Großartig. Ja, es hapert bei mir wirklich ein bisschen an der Orientierung irgendwie. Ich versuche gerade mal wieder die Küche zu finden. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Stuhl. Kann ich den nehmen? Ja. Alles cool. Alles cool. Okay. Chill. Oh nein, Alter. Oh nein, oh nein. Oh, schön. Mann. Da haben wir den Schlüssel. Und yay! Wir haben den Schlüssel. Ich würde sagen, ich freue mich, aber ich freue mich nicht, weil ich hab ehrlich gesagt ziemlich Befürchtung, was da jetzt oben hinter der Tür sein könnte. Komm ich jetzt hier hoch? Ja, komm hier hoch. Nicht so schön finde, aber was sag mal. Hey. Oh, und immer dieses Flackern von der Lampe. Hey. Tolle Puppe. Was? Jetzt steht hier ein Schrank vor? Ja, super. I'm going to die soon. It doesn't really make me sad. I want to do this last job. Connect the children so that they live peacefully. Ja, okay, er wird bald sterben und das macht ihn jetzt nicht wirklich traurig. Aber er will noch einen letzten Job machen. Irgendwie sammle die Kinder so that they live peacefully, so dass sie friedvoll leben. Okay. Also ist jetzt eine sehr wortwörtliche Übersetzung. Was? Kann ich den ziehen, schieben oder was kann ich da machen? Was will er denn? Weiß nicht, wir haben ja hier unten da so eine Blut. Achso, ja, stimmt. Ne? Blutflecken? Ja, schön. Stille. Folgen wir mal der Blutspur. Die geht runter und der Schrank ist weg. Ach, jetzt weißt du, warum eine Blutspur da ist. Haben den Schrank weggeräumt, haben sich verletzt dabei. Kann passieren, ne? Finger gequetscht. Oh. Okay. Ach, das ist ja kein Blut, das sind Rosenblätter, die für uns ausgelegt wurden. Jetzt geht's in den Keller. Super. What? Alter, 9 Jahre alt. 9 Jahre alt. Chapeau. Die müsste ein Denkmal gesetzt werden. Mit Klöten aus Stahl. Aha. Okay, ein Sarg. What? Er könnte jetzt doch nichts mehr machen. I was again a dream about the strange house. Ja, okay, alles klar. War einfach nur ein Traum. Über das ist er in dem Strange House eingeschlafen, oder was? Bazoon Armin. Ah, alles klar. Er hat nur geträumt, dass er rübergegangen ist. Aber bald, Armin. Aber bald. Nee, lass es einfach sein. Ja, nice. Okay, alles klar. Das war die Demo von Einschalt Street. Schön. Also, ich fand's ganz schön. Ich fand's heftig. Ich fand's wirklich, wirklich heftig. Aber die Grafik ist ja mal wirklich, also... Ja, krass. Das war super. Also, muss man wirklich sagen. Und die Atmosphäre, wie immer, auch top. Aber... Upper Class. Nice. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ansonsten, ja, hey, sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao. Tschüss.